Panzersperren werden beseitigt. Wieder stehen die Panzerjäger an vorderster Front. Aufnahmen unmittelbar nach den Kämpfen um Kiew. Auch hier das bekannte Bild. Die Bevölkerung begrüßt die deutschen Soldaten als Befreier. Ein Kameraschwenk vom Hochufer über den Dnjepr, im Hintergrund das brennende Kiew. In den zurückliegenden Kesselschlachten gerieten weit über 1 Million Rotarmisten in deutsche Kriegsgefangenschaft. Zahlen, die die Wehrmacht vor große Versorgungsprobleme stellen. Vor allem im Kriegswinter 1941-42 verhungerten Hunderttausende Kriegsgefangene, weil die Logistik auf deutscher Seite zusammenbrach und zu katastrophalen Versorgungsengpässen führte. Mitverantwortlich für diese Tragödie ist auch Stalins Politik der verbrannten Erde. Gemäß seines Befehls vom 17. November wurden alle Siedlungspunkte entlang der Vormarschstraßen in einer Tiefe von 40 bis 60 und einer Breite von 20 bis 30 Kilometern zerstört. Die gesamte Infrastruktur war damit ausgelöscht. Freund und Feind dem Untergang geweiht. Ein sowjetisches Propagandaplakat, das zum Widerstand gegen die deutsche Wehrmacht aufruft. Der alte Stadtteil Podol am Ufer des Dnjepr. Kiew, seit Jahrhunderten von den vergoldeten Kuppeln der prächtigen orthodoxen Kathedralen geprägt, wird inzwischen von der Architektur der stalinistischen Monumentalbauten beherrscht. Das Stadtzentrum ist geprägt vom Haus der Volkskommissare und dem Haus des Obersten Sowjets, die beide im Jahre 1940 errichtet wurden. Um den Vormarsch der Wehrmacht zu stoppen, hatte die Rote Armee die für den Verkehr wichtige Dnjepr-Brücke gesprengt. Deutsche Pioniere beginnen sofort mit der Errichtung von 2 Kriegsbrücken. Solange diese im Bau sind, muss der gesamte Nachschub mit Fähren über den breiten Strom transportiert werden. Ein letzter Blick zurück auf das westliche Ufer des Dnjepr mit dem berühmten Kiewer Höhlenkloster. Dann geht es weiter in Richtung Osten.